Nichts. Irgendwas ist doch. Du bist so komisch. Jetzt kann ich dich hier ausstehen, wenn meine Frau schläft. Diese verdammte Gedanken. Was hast du denn? Verstehe ich nicht. Weiß ich, Wilma, weil du es nicht verstehen kannst. Wir sind verschieden. Wir sind nicht so verschieden, Chris. Jetzt erzählst du mir gleich, dass nur das zählt, was im Innersten ist. Und in deinem Innersten steckt eine kleine Lesbe wie ich. Ich weiß, was ich bin. Ich muss es mir nicht auf die Schulter tätowieren. Ach ja? Du lässt dich doch immer noch von deinem Kerl durchficken. Ich hab dich gehört. Was du gehört hast, war kein Sex. Was dann? Es war Arbeit. Arbeit? Und? Wie lange willst du noch arbeiten? Bitte Kinder kriegen, heiraten, arbeiten, bis du in Rente gehst? Du hast doch auch schon mal falsche Entscheidungen getroffen und die Konsequenzen dafür tragen müssen. Tu jetzt nicht so! Was willst du eigentlich? Dich! Ich dachte, das ist klar! Mann, wenn du dich unbedingt selbst belügen willst, ist das eine Sache, ja? Aber hör endlich auf, mich auch noch anzulügen. Mann, Chris, jetzt reiß dich mal zusammen. Was hab ich dir denn getan? Du schämst dich für mich. Was? Du schämst dich dafür, eine Frau zu lieben. Ich pass nicht in dein Papis kleine Prinzessin-Bild. Glaubst du, du kannst vor deiner Vergangenheit weglaufen, nur weil du nichts mehr mit Männern hast? Wer lügt sich hier selbst an? Du musst dich entscheiden, Viola. Entweder Papis Welt oder deine. Ich habe auch Angst. Anna? Ja? Ich bin Dr. Lars. Das Meer. Das muss man respektieren. Ich meine, wir waren ja selbst mal Fische vor langer Zeit. Bevor wir zu Affen wurden. Ja, klar. Aber kannst du mir mal sagen, was du von mir willst? Von mir aus können wir gleich gehen. Ich habe in 2 Stunden noch eine OP. Du wirst heute operiert. Ich operiere selber? Du siehst überhaupt nicht aus wie ein Arzt. Ja gut, ich bin Assistenzarzt. Aber das weißt du doch. Du bist doch Anna. Entschuldigung, ich glaube, ich habe da irgendwas nicht mitbekommen. Kennen wir uns aus der Agentur? Sind wir uns schon mal begegnet? Ich weiß gerade nicht, sorry. Piranha Pussy 69? Wie bitte? Hol den Honig aus meiner Höhle und lass ihn langsam... Okay, danke. Warte. Ich bin nicht dein Typ, ne? Das hättest du mir auch gleich sagen können. Ich glaube, da hat dich jemand reingelegt. Wo bist du gestern zwischen 5 und 5 vor 7 gewesen? Das geht dir überhaupt nichts an. Wo bist du gewesen? Online und hab mit dir gechattet. Online. Das war hundertprozentig mein Ex. Der hat sowas schon öfter gemacht. Nein, ich habe mit einer Frau gesprochen. Es war keine, oder? Soll ich dir seine Nummer geben? Warum macht er sowas? Der steht noch auf mich. Kann er keine Blumen schicken? Ich mag keine Blumen. Sorry.